Willkommen zurück, meine lieben Volumons, zur Pokémon Blattgrün Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir machen weiter mit der Nummer 2 auf der Nuggetbrücke. Und es ist eine sexy Göre. Warum macht das nicht immer? Das ist ein Kind. Entschuldigung. Ein Tangela. Kennt ihr noch? Wie hieß er bei Cornel? Wie ist denn Tangela bei Cornel? Rastermann. Rastermann. Den bumsen wir jetzt weg. Kennt ja nix, ne? Verwurzler. Pflanzt seine Wurzeln. Und holt sich daraus Energie zurück. Okay. Das scheint aber nicht allzu viel zu bringen, Tangela. Deswegen Bams. Aber ich glaube, Tangela hatte so Hardcore-Verteidigungswerte. Das weiß ich noch. Tangela hatte so richtig krasse Hardcore-Verteidigungswerte. Da sollte man vielleicht bei einem höher gelevelten Tangela ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich glaube, das Sichtloch können wir hier auch mit unserem guten... mit der guten Mausi platt machen. Sollte jetzt nicht das größte Problem sein. Und ja. Wie sieht sonst bei euch so aus? Gut, ja. Bei mir auch. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Mausi auf Level 18. Fukano. Ja, wir wechseln mal. Einfach weil, ja, warum nicht? Geht mit Blupsi halt wesentlich schneller, ne? Da haben wir ein perfektes Pokémon für, dann benutze ich das auch. Ich bin ja, Leute, Freunde, ne? Ich bin ja schon wieder jetzt ein bisschen länger wach. Und dabei ist es gerade erst früh. So, Fun Facts, es ist ein Sonntag. Ein Sonntag ist gerade und es ist gerade 10 Uhr und ich bin schon wieder seit 3 Stunden wach. Weil ich immer, also in letzter Zeit wirklich immer um 7 aufstehe. Immer. Grundsätzlich. 7 Uhr, bam, hellwach. Egal, wann ich schlafen gehe. Und das ist das Problem. Das Problem ist, dass egal, wann ich schlafen gehe, ich werde immer um 7 wach und bin dann auch so weit wach, dass ich, naja, dass ich zumindest nicht mehr schlafen könnte. Kennt ihr das? Das ist schrecklich. Das ist einfach schrecklich. Ich würde so gerne, ja, wobei würde ich eigentlich gerne länger schlafen? Das ist die Frage. Weil ich nehme halt auch gerne sehr früh auf. Ich nehme sehr gerne sehr früh auf. Und das ist dann so das Ding. Oder sagen wir mal besser so, ich nehme gerne auf, wenn ich gerade aufgestanden bin. Oder ich gehe auch sehr gerne einkaufen um 8 Uhr morgens, wenn der Laden gerade erst aufmacht. Das geht natürlich auch nur, wenn du so um 7 Uhr dann so langsam mal in die Puschen kommst. Ne, in die Puschen musst du kommen. Und ja. Was rede ich hier eigentlich? Ja, ich weiß es auch nicht so genau, Freunde. Ich bin gerade am überlegen, ob ich das gut oder schlecht finde. Was passiert mit mir? Finde ich es gut? Finde ich es schlecht? Wie findet ihr das? Das ist eure Meinung dazu. Pause das in die Kommentare. Eiskalt erwischt. Ja, das sehe ich auch so. Ich werde mich mal kurz ins Pokémon Center begeben. Mein Hyperzahn war ja auch schon wieder ein bisschen geschwächt, ne? Muss man ja auch sagen. Wirst du müde? Nee, wie gesagt, es ist ein bisschen früh, aber ansonsten, ja. Ansonsten passt es schon. 2. Nidoking. Ich überlege auch gerade, ist das überhaupt schlau, Mausi jetzt zu trainieren vor der Arena? Ich meine, gut, dann habe ich ein weiteres Pokémon, das so ungefähr, ja, Level 22 am Ende hat, vermutlich, schätze ich jetzt mal. Aber ist das optimal? Weil ich würde jetzt eigentlich sagen, das ist nicht unbedingt optimal. Ich bräuchte eigentlich eher ein richtig starkes Pokémon. Weil das gab jetzt 600 Erfahrungspunkte. Wobei, Mausi ist dann ja auch nicht unbedingt schwach, ne? Ich wechsle das Pokémon einfach mal, weil es ist zum einen ein Quappo. Und zum anderen, das Gift, das will ich gleich einfach heilen. Das möchte ich gleich einfach heilen. Quappo, kriegt einen Ranghieb reingedrückt. Oh, ein Volltreffer, hätte fast gereicht. Es hätte fast gereicht, Duplex-Hieb. Macht das viel Schaden? Nee. Wie oft kann Duplex-Hieb treffen? Hat jetzt zumindest 3-mal getroffen. Na gut. Dann war es das für dich, Quappo. War jetzt nicht so das Problem. Auch nochmal 600 Erfahrungspunkte. Ja, also auf dem Weg zu Bill dürften einige Trainer kommen. Eigentlich. Da dürften eigentlich einige Trainer kommen. Also von daher... ich muss halt echt zusehen, dass ich bei der Azuria City Arena einigermaßen
das passende Level habe, sonst wird das ein Problem. Ein Kokowai. Oh wei, oh wei. Ach scheiße, ich wollte dich doch. Wollte ich doch vom Gift befreien. Ja gut, dann hau wenigstens einmal zu. Oh Gott, Konfusion. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Alter, entspann dich. Oh, 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 das Gift. Freunde der Nacht. Freunde der Nacht. Ich weiß gar nicht, ob wir nicht gehen soll. Sagen Blümchen, wa? Boah. Konfusion. Ich weiß nicht, ob Konfusion für mich ein Problem ist hier für Blümchen. Alter, ist mit jedem unverwirrt. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Ich hab ein Problem, das ist zum Kotzen. Ha. Ja, man könnte jetzt sagen, Blubsi ist natürlich die dümmste Wahl, aber der Mega-Hieb. Der Mega-Hieb. Okay, das bringt nicht viel, das bringt nicht viel. Das bringt nicht viel. Mega-Hieb, Mann. Und? Ist keine Killer-Attacke. Aber die Konfusion bringt mich auch nicht um. Gott sei Dank, Mann. Oh, shit. Da haben wir es nämlich. Da haben wir es nämlich. Wenn ein so ein Pokémon kommt, ne? Das nicht unbedingt passend für mich ist. Dann kann ich schon völlig am Arsch sein. Dann kann ich schon völlig am Arsch sein. Da haben wir es nämlich. Obwohl ich auf diesem relativ... Ja, weil relativ hohes Level ist es ja jetzt auch echt nicht mehr, ne? Boah. Rasierblatt. Stärke 55, Genauigkeit 95. Kann man öfter einsetzen als Rankenhieb und ist stärker als Rankenhieb. Die Genauigkeit ist nur minimal unterschiedlich. Hm. Ja, ich würde den Rankenhieb dann, glaube ich, weghauen. Kann sein, dass das dumm war und ich hätte lieber das Giftpuder. Aber Giftpuder ist halt, wenn du so ein super starkes Pokémon hast und da wenigstens ein Gift draufsetzt, dann geht es irgendwann down. Dann geht es halt wenigstens irgendwann down. So oder so müssen wir einmal schnell. Ich komme nicht zum Pokémon Center. Ich will ja auch nicht verarschen und so. Na, Mausi. Gut. Ich glaube ja tatsächlich, dass er kein richtiger Trainer mehr ist, oder? Nee. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Wollo erhält einen Nugget. Wollo packt Nugget in Itemtasche, bist du auch Mitglied? Möchtest du auch Mitglied des Team Rocket werden? Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für teuflische Zwecke. Möchtest du beitreten? Wirklich nicht? Komm schon, werde Mitglied. Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Also waren die ganzen Nugget-Leute Team Rocket-Anwärter? Oh Mann, das ist aber nicht schön, ne? Austos. Oh, auch auf Level 15, ey. Das sind gleich richtige Kampfansagen wieder. Wir wechseln. Hm. Ja, komm, Birni. Alter, ey. Panzerschutz. Okay, das ist gut, wenn du das machst. Ich hatte Angst, dass du mich angreifen willst, tatsächlich. Ein Rankenhieb. Kann auch schon genügen. Und genügt auch. Glück gehabt. Austos wurde besiegt. Mausi erreicht Level 20. Wunderbar. Aber der kriegt immer wenig dazu. Das ist so ein Problem, das ich aktuell an Mausi sehe. Was ist denn das? Anwender atmet ein und bündelt Kraft. Volltrefferchance steigt. Boah, ehrlich gesagt möchte ich den Energie... Nee, nein, 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 nein. Der Runenschlag, die Verteidigung von jemandem zu senken. Das kann halt auch nochmal helfen. Das würde ich ehrlich gesagt lieber haben. Mauzi. Mauzi, Mauzi. Nee, bleib, macht Birni jetzt eben. Weil dann kann er das Level-Up eben mitnehmen. Was ja auch nichts Schlechtes ist. Und ich bezweifle, dass Mauzi mich jetzt down kriegt. Würde mich doch ganz stark wundern. So, Level 23. Jetzt passt mal auf. Ich wette, der kriegt viel mehr Angriffspunkte dazu. Ja, 2. So, und Radfratz, das kriegt halt fast nie was. Das Mausi bekommt fast nie was. Das ist ein bisschen doof. Hey, Mausi entwickelt sich. Ja, endlich. Oh, jetzt ein mächtiges Radikal. Dann läuft die Sache doch. Dann läuft die Sache doch.
Glückwunsch, dein Mausi wurde zu radikal. Geil. Mausi versucht Grimasse zu erlernen. Was bringt denn Grimasse? Das muss ich mir einmal angucken. Grimasse. Wirkung. Erschreckt Gegner mit einer Grimasse. Der Init-Wert sinkt deutlich. Nee, will ich auch nicht haben. Grimasse nicht erlernen? Genau richtig. Nein, wollen wir nicht. Bei deinem Können wärst du im Team Rocket gleich die rechte Hand vom Boss. Denke darüber nach. Lass dir diese Chance nicht entgehen. So, wo bin ich denn gerade? Einmal kurz auf die Karte, bitte. Wir wissen, ob ich hier ein Pokémon fangen kann. Weil wenn ich jetzt noch in Azuria City bin, würde das bedeuten, ich bin auf Route 24. So, an sich war ich noch nie auf der Route 24, oder? Route 3, Route 2, Route 22, Route 1, 21. Nein, auf Route 24 war ich noch nie. Bedeutet, wir dürfen uns hier ein Pokémon fangen. Aber vorher haben wir noch einen Kampf. Ich habe deine Vorstellung aus dem Gras heraus beobachtet. Na dann. Das bedeutet, du glaubst, du kannst mich besiegen, oder wie? Shaggy, Shaggy, Shaggy. Okay. Oh, jetzt ein geiles Radikal, ey. Das mäht doch alles nieder. Das mäht doch alles nieder. Da kannst du mir doch erzählen, was du willst. Der will jetzt richtig hier... Der macht alles platt. Bibor. Mach ich platt. Ich glaube, Bibor ist ja auch so ein Stufe-3-Pokémon. Das wird wahrscheinlich auch ganz gute Erfahrungspunkte bringen. Von daher darf man sich da durchaus freuen, wenn man auf einen Bibor trifft. 477, ja, das ist doch gut. Ich hab wohl doch nichts gesehen. Zumindest nicht genug, um dich richtig einschätzen zu können. Da gehörst du auch zu diesen Leuten, die sich nicht selbst einschätzen können. Ich hasse diese Leute. So, Dragonier! Boah, wäre das super. Boah, Leute, das wäre fucking Imba. Wenn wir das kriegen. Hentai wird mir jetzt helfen, es zu fangen. Ey. Okay, wollte gerade sagen, das dürfte nicht schlimm sein. Schöne Umklammerung, damit schwächen wir den ein bisschen. Dann schläfern wir ihn noch ein. Und dann wird er schön im Pokéball landen. Aber sowas von. Und dann kann ich euch sagen, wer aus dem Team fliegt. Wer fliegt denn aus dem Team dann? Ich glaube, dass ich dann, Was? Paralysiert. Okay, das ist egal. Ja, was nehme ich denn dann? Also, Hentai fliegt raus. Das ist ja sowieso klar. Aber ich hätte halt gern ein Pokémon, das ein bisschen schwächer ist, um Pokémon zu fangen. Aber da könnte ich Hentai dann ja immer aus der Box für holen. An sich. An sich wäre das ja möglich. Komm noch einmal den fucking... Komm, ich komme, glaube ich, sowieso hier nicht weg, ne? Das kann durchaus sein. Das wird gleich interessant. Das wird gleich... Okay, wurde von Wickel befreit. Dann nutzen wir die Gelegenheit auch direkt. So, Blümchen ihn nämlich einschläfern. Und dann ist das meins. Wahrscheinlich können wir es auch schon so drin einfangen, aber... Ja, komm, so viele Pokébälle habe ich nicht. Ich will das... Ich will da so ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Es klappt ja halt auch immer sofort, ne? Wenn es jetzt ein Akt wäre, ihn einzuschläfern... Dann würde ich mir überlegen, es nicht zu tun. Aber da es halt echt so gut wie immer klappt mit dem Einschläfern, kann man das durchaus tun. Heilt sein Problem mit dem Schlaf. Ach, scheiße. Okay, also Einschläfern ist hier nicht. Hm. Dann ist das so. Dann müssen wir hoffen, dass es einfach so klappt. Dann müssen wir einfach hoffen... Oh Gott. Oha. Dragonier ist also nicht... Kein Pokémon, was man aber einfach so eben so im Pokéball fängt. Kann das sein? Ist es so? Kriege ich das nicht? Wollt ihr mir das damit sagen? Boah, das niemals. Niemals bleibt das in diesem Pokéball. Not gonna happen. Not gonna happen. Das sehe ich doch kommen. Okay, dann müssen wir doch noch ein bisschen weiter mit Hentai arbeiten. Aber, na scheiße. Das wird nicht in diesem Ball bleiben. Das kann man ja jetzt schon absehen. Oh Mann. Komm, dann umklammer ihn. Tage von Dragon, der geht daneben. Ich bin bestimmt paralysiert, ja.
Oh Wunder, oh Wunder. Daneben. Und ich bin nicht paralysiert. Wahnsinn. Okay, das geht auf jeden Fall nochmal. Geht doch vielleicht noch zweimal. Zweimal geht noch, oder? Würde ich sagen. Ja, wobei, jetzt wird es schon eng. Jetzt sind wir schon im engen Bereich und wir haben noch 6 Pokebälle. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Nee, das geht sofort raus. Also instant. Das Ding geht instant da raus. Das ist niemals. Ich versuche noch einen Pokéball so, dann versuche ich noch einen Wickel, aber wir betreiben hier gerade Geldverschwendung auf höchstem Niveau wahrscheinlich, oder? Jetzt bin ich mir unsicher. Das sah ja wenigstens einmal kurz danach aus, als könnte es klappen. Aber ich muss eigentlich noch einmal... Aber ich weiß nicht, ob das zu viel ist. Ich weiß nicht, ob es zu viel ist. Ich weiß nicht, ob es zu viel ist. Komm, mit 1 KP... Es kann nicht angreifen. Komm, mit 1 KP bleibt es am Leben. So wird es doch sein, oder? Oh, fucking Wickel. Ist ja jetzt mal gut. Ja, okay, es bleibt am Leben. Und? Initiative wird... Ja, okay, ist egal. Oh, ich muss erstmal... So dumm das auch klingt. Ich muss erstmal, bevor... Ich will jetzt auch nicht das... Mein letzter Trank. Ich will halt jetzt auch nicht, dass Henta hier drauf geht. Weil das Pokémon wechseln geht ja gerade nicht. Wegen dem fucking Scheiß... Oh, er wurde befreit. Okay, dann wechseln wir jetzt nochmal das Pokémon. Oh. Ein ziemlich langes Unterfangen. Aber wenn es klappt, hätte es sich halt auch echt gelohnt. Wenn es klappen würde, dann hätte sich das halt auch wirklich gelohnt. Dieses Unterfangen. Wir haben jetzt noch... 4 Pokebälle, ich werde sie alle werfen und das Beste hoffen. Einfach das Beste hoffen. Mehr als ihn auf 1 KP runterschwächen kann ich nicht. Und es hat sich gelohnt! Yes! 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 Ein fucking Dragonier. Ein mysteriöses Pokémon mit einer sehr freundlichen Ausstrahlung. Es kann das Klima beeinflussen. Oh. Wundervoll. Dragonier. Tja. Dragonier. Ist ein Drache, ne? Oh, gab es nicht diesen kleinen Drachen, der Feuerwehrmann werden wollte? Wie hieß der? Ich weiß es nicht mehr. Nennen wir ihn, ja. Ich bin gerade echt ideenlos. Ich will ihn auch nicht Draghi nennen oder so. Ist halt... Na. Ah. Ja. Nennen wir ihn Draco. 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 Er heißt jetzt Draco. Ist mir egal. Oh, in Box 1. Damit haben wir das erste Box 1 Pokémon. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part dann wieder... Eventuell trainiere ich Draco dann schon so ein bisschen. Wir schauen mal. Bis dann und ciao.